Genau. Wie heißt du? Wieso bist du heute hier bei der Demonstration gewesen und was bedeutet der Kampf für dich? Genau, ich bin Emia, ich bin 17 Jahre alt und bin aktiv bei der Initiative Klimaschutz und Klassenkampf, die diese Demo hier heute auch initiiert und organisiert hat. Ich kämpfe seit 4 Wochen gemeinsam mit den Beschäftigten für den Erhalt des Werks Bosch am Leim, Werk am Leim von Bosch. habe Unterschriften gesammelt und ja, mir ist dieser Kampf enorm wichtig, weil meiner Meinung nach müssen Klimabewegungen und ArbeiterInnen gemeinsam als Klasse kämpfen, weil nur so kann eine Schlagkraft entstehen, die wirklich Veränderungen herbeiführt. Und es muss diese Spaltung aufgehoben werden, die von den Herrschenden, von den KapitalistInnen herbeigeführt wird. Genau. Kann ich dir vielleicht noch 2 Fragen stellen, ist okay? Die erste Frage, genau, ich erkläre nur ein bisschen, ja, das kommt jetzt wieder rein. Aber als wir eben aktiv waren bei der WWF als Bewegung, gab es viele Leute, die halt die Grünen gewählt haben. Und so gesagt waren, ja, wir müssen die Grünen halt vor allem unterstützen. Und das hat uns sehr abgestoßen. Und deswegen wollte ich fragen, was du denkst, nicht zu den Wahlen, aber was du denkst, welche Perspektive eben der Kampf von den Beschäftigten auch für die Klimabewegung und für die Jugend insgesamt bedeutet. Ich glaube, dieser Kampf ist enorm wichtig, weil diese Jugend wird faktisch, wenn es so weitergeht wie bisher im Kapitalismus, werden wir eine Erderwärmung 2100 von 4 bis 6 Grad haben und bei 5 Grad ist es spätestens aus. Jetzt sterben schon stündlich im Prinzip Menschen, jetzt in New York bei den Überschwemmungen zum Beispiel. Und ich glaube, wie gesagt, wir können nur als Klasse gemeinsam, als lohnabhängige Klasse, wir haben gemeinsam die Möglichkeiten, wirklich Veränderungen herbeizuführen und ein anderes System, in dem wir nicht unterdrückt werden, in dem es keine Klassengesellschaft mehr gibt, herbeizuführen. Aber genau deswegen müssen wir uns jetzt schon mit ArbeiterInnen zusammenschließen, um eine Schlagkraft und eine Gegenmacht aufzubauen, um das herrschende System überwinden zu können. Vielleicht noch eine letzte Frage. Was denkst du zu dieser Forderung der Umstellung der Produktion für klimagerechte Produkte? Ich glaube, das wäre sehr gut. Ich finde, es ist eine sehr sinnvolle Forderung, weil wir, wie ich in meiner Rede schon gesagt habe, wir brauchen enorm viele Produkte, die es einfach nicht gibt. Wir brauchen Teile von Windkrafträdern, Teile von Wärmepumpen zum Beispiel oder medizinische Geräte. Und das alles wird nicht hergestellt teilweise oder es gibt einen riesigen Mangel, vor allem in Ländern im globalen Süden. Und stattdessen wird hier was hergestellt, was halt Bosch mehr Profite bringt. Das heißt, es wird im Prinzip nach den Profiten gewirtschaftet und nicht nach den Bedürfnissen von Mensch und Natur. Und ich glaube, wir brauchen eine Wirtschaftsweise, in der eben von allen entschieden wird, wer was produziert wird und wo dann auch das produziert wird, was wir brauchen. Und deswegen ist eine Umstellung zu einer anderen Produktion meiner Meinung nach eine sehr wichtige Forderung, die wir auch unbedingt brauchen. Kann ich da noch eine letzte Frage stellen? Ja, klar. Der Bahnstreik. Denkst du, ist es sinnvoll, eine solche Perspektive vorzuschlagen? Der Klimabewegung, der Bosch-Beschäftigten mit der Bahn? Also einen Bahnstreik meinst du jetzt? Also den Bahnstreik als Genau, den Bahnstreik, der jetzt quasi zum dritten Mal, also die Beschäftigten für der Bahn streiken jetzt zum dritten Mal. Ja. Und die Bahn ist ja sehr wichtig für die Bahn und Klima. Also, was denkst du zum Beispiel, was da für einen Zusammenhang besteht? Also klar, das ist genauso ein Arbeitskampf, bei dem wir die Beschäftigten unterstützen. Wir sind auch schon, also ich persönlich bin auch noch beim Klimatreffen aktiv und dort haben wir auch schon Texte geschrieben zur GDL und zu den Streiks und sind auch sehr solidarisch, waren auch schon auf Kundgebungen von ihnen. Und wie gesagt, wir müssen uns mit allen Beschäftigten zusammentun, um eine große Veränderung herbeizuführen und deswegen ist es auch enorm wichtig, solidarisch mit den Streikenden von der GDL zu stehen.